Ja, Leute, willkommen zurück in Grounded. Auch hier haben wir noch Unfinished Business. Ich muss das mal abschließen. Und ich meine, ich habe jetzt hier diesen komischen Schrumpfkopf gefunden gehabt, laut der Story. Und wir gehen jetzt raus und sowas. That's interesting. Hier in dem Labor waren wir, glaube ich, drin. Hilfe, Hilfe, es ist zu lange her. Ich habe keinen Überblick mehr. Ne, ich bin von unten irgendwie hochgelaufen. Von unten hoch, so. Und hier muss ich irgendwie raus, glaube ich. Da bin ich mir noch relativ sicher. Was haben wir denn hier? Geht's nochmal nach oben? Geht's hier raus? Hoffe ich mal. Oh, hier ist ein Wasserspender zum Trinken. Sehr gut. Damit kann ich auch was anfangen. Alright, wir haben wieder ein bisschen Zeit. Ja, die ganze Story und so hatten wir ja schon. Der ist ja komplett weggeschrumpelt, bis noch ein Kopf von ihm übrig war. Der jetzt hier rumfliegt. Und seit da haben wir das unterbrochen. Da ging irgendein anderes Projekt los. Und dann war ich da erstmal raus. Oh, bin ich hier richtig? Was richtig? Gehe zu Java Matic Machine. Wir müssen nach Hause und nach draußen gehen. Hier ist immer noch ein Zahn in der Nähe und so. Da ist eine Assel, aber die Assel ist ja nicht gefährlich, ne? So, und hier oben, das ist jetzt auf jeden Fall auch offen. Oh Gott, wie kann ich denn? Ja genau, gegen Gift natürlich mal wieder. Hier geht es halt noch weiter nach unten, aber ich dachte, wäre ich eigentlich hergekommen. Hier war doch der Boss, den ich zerstückelt habe. Dann ging es weiter nach oben. Danke, danke. Oh, ja, ja, doch, ja. Und jetzt, hier ging es raus. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich nochmal nach unten bin, aber hier oben ging es raus. Ich habe wieder den Überblick und weiß, wie ich da rein kann. Indem ich jetzt hier reingehe. Habe ich denn die Karte? So. Ich habe noch einen Überblick über alles, ganz grob. Das sieht gut aus. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch drin war. So, und jetzt müssen wir rausgehen. Jetzt geht es erstmal wieder in Richtung... Geh zu der Java Matic Machine. Machen wir da weiter. So eine Bedrohung entdeckt. Oh Gott, was ist das? Eine Feuer. Das ist aber eine neue, oder? Was geht denn hier ab? Ach, der greift für mich mit an, glaube ich. Boah, ich habe schon wieder gar keinen Überblick mehr über alles. Meine Güte, das war auch irgendeine krasse Ameise, glaube ich, oder? Erntereste irgendwie? Feuerameisenteil. Warum war... Die hatte irgendwie was auf dem Kopf gehabt, ne? Oh, und da schwebt ja auch noch was. Warte, ich habe diesen Sound vermisst. Science. Ich habe einfach diesen Sound vermisst. So, dann sind wir jetzt hier oben beim Java Matic. Installiere die Vergrößerungszelle im... Java Matic, in der Java Matic Karaffe. So, gehen wir mal hoch. Vergrößerungszelle platzieren. Lege Zutaten in den Java Matic. Oh mein Gott, jetzt steht auch hier natürlich, was ich alles reinmachen muss. Bärenleder, Keuschuppe, Kaugummistückchen, Zehennagel und gegrillte Wissenschaft. Ja gut, die eine haben wir ja natürlich, ne? Da muss ich mit allem wiederkommen. Leute, ich glaube, ich habe jetzt 20 Minuten gebraucht, einfach nur um hier hochzukommen zum Zehennagel. Ich bin mir nicht sicher, wir brauchen glaube ich 5 und hier sind nur 4, ne? Da ist wieder einer. Also ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Überschuss in der Base, ja? So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also, wo waren die Keuschuppen nochmal? Sieht nichts. Da, oh, hier ist doch Kaugummi. Guck mal da. Kaugummi! Der Sparky, der ist Sammler. Ich sag's euch. Keuschuppen hier. Da, ja. Ich hab alles. Leute, jetzt zahlt sich aus. Ich hab immer schön alles gesammelt. Seht ihr das? Bärenleder, Zehennagel, Kaugummi und Keuschuppe. Das heißt, ich muss jetzt nicht lange grinden. Und hier habe ich jetzt nochmal die Möglichkeit, reparieren mit... Reparaturkleber, die Hose zu nehmen. Ich habe nochmal die Läuselatschen übrigens an aktuell. Dann auch hier nochmal reparieren. Zack. Equipment ist komplett repaired. Das ist schon wieder übelst gut. Ah, das freut mich. Das freut mich, Leute. Das sieht sehr gut aus. Ich habe noch 3 Reparaturkleber übrig. Die müssen... Alles klar, der hat Hunger, der Kopf.
Wir sind eigentlich prepared. Ich würde sagen, wir gehen dann auch schon direkt wieder los. Oder ich habe jetzt nochmal bei den Mutationen wieder meine Utility reingemacht, damit ich schnell laufen kann und alles. Ich habe die Sachen repariert. Ich habe die Läuselatschen repariert und angezogen. Dann können wir fast los. Jemand meinte gerade noch, dass ich mal das Equipment noch verbessern kann. Da werde ich vielleicht auch mal ganz kurz reingucken, ob das noch geht, weil ich glaube, ich war schon ziemlich weit das letzte Mal. Gibt es ein neues Content-Update, wo ich das noch weiter verbessern kann? Also ich glaube, die Asselbrustplatte war schon die beste Rüstung, soweit ich weiß, Tier 3, ne? Hier sehe ich erstmal nix. Ich könnte da versuchen, nochmal irgendwelche Marmorscherben und so drauf zu machen, aber habe ich eigentlich schon gemacht alles, was ich konnte. Also ich werde mal in Ruhe gucken, aber ansonsten geht's gleich wieder los. Wir sind gut prepared. So Leute, ich bin zurück. Und ich habe alles dabei. Und ich bin auch gut ausgerüstet. Ich werde hier mal sagen, ey, lass mal die B auswählen gegen Ameisen. Und hier können wir jetzt Bärenleder, Keuschuppe, Kaugummistückchen, Zehennagel, ungegrillte Wissenschaft, alles reinballern. Ich bin sehr gespannt. Oh, ich hätte vorher speichern sollen. Naja. The mixture seems right. Well done. Mischung sein richtig sein, gut gemacht, okay. Genau, mit Zehennägeln und Kaugummi. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen als Star. Ja, und jetzt muss ich noch einschalten. Okay, da habe ich noch Zeit zum Speichern erstmal. Ja, da habe ich jetzt einen neuen gemacht. Der älteste wurde überschrieben, ich habe einen neuen gemacht. Sehr gut. Alright, dann gucken wir mal, was jetzt hier abgeht. Und es geht runter. Hi. Ja, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt wieder hinkriegen hier und dass das Teil funktioniert, wa? Starten. Insufficient Power. Natürlich fehlt noch was. Ja, genau, Ameisen. Sabotiert halt. Ja. War klar, dass jetzt Ameisen dran waren. Kloppen wir die mal zu Klump, die Ameisen. Hey. Frechheit. Boah, die haben wir gut zerlegt, aber. Was soll das, ihr Saboteure? Boah, ey, da machst du ja ultra viel Damage mit. Geil. Halt. Habe ich ja eigentlich alles dabei? Reparaturwerkzeug auch oder nicht? Oh nein, das wollte ich natürlich nicht. Naja, anscheinend habe ich mein Reparaturwerkzeug natürlich mal wieder nicht dabei. 13 Minuten später. Ich weiß gar nicht, ob ich das mal zähle, aber ich habe mir jetzt so ein Teil gemacht. Kann ich das reparieren? Ja, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. So, wurde auch gespeichert eben. Bevor ich das jetzt repariere, speichere ich auch nochmal manuell oder so. Speicher, neuen Spielstand. Dann hier einmal. Sprich mit Dr. Tully bei der Javamatic. Ab geht's, gehen wieder hoch. Ich habe den Stuff jetzt repariert. Wie, jetzt kommen nochmal Ameisen. Das heißt, wir fahren wieder hoch und jetzt dürfen uns wieder eine Laus nach oben rollen. Die Laus da. Gerrit. Den Brauprozess, ja. Look at the state of this. Trudy's Javamatic. Oh, the warranty will be voided for sure. Das ist okay. Subterfuge, reckless destruction of apparatus, the complete lack of respect for another person's science. This all reeks of Schmechter. Ja, Schmechter. I must warn you, the fusion process for the embiggening cocktail is quite loud. It will continue to draw attention from the director's okay. Army. Gespeichert haben wir schon. And it will take some time to prove, I'm afraid,
We'll need to defend those mixer modules for as long as it takes. If okay, verteidigen. Destroy them, they'll take down the entire system. Wir sollten einige Verteidigungsanlagen errichten. Ja, soll ich das zuerst machen oder einfach loslegen? Also, ich weiß ja jetzt nicht genau, wie das passieren wird, weil die müssen ja auch irgendwie hochklettern oder so. A prudent suggestion. Strong enough defensive structures around the Java-Matic's weak points could buy us the time we need. I have a storage facility not far from here that should be of use in this endeavor. I'll mark its location on your scabby. Ah, der hat sogar was vorbereitet, ein Lager. Ich muss nicht selbst farmen. This might take a bit longer to get you home, but safety first, as I always say. Okay. Was sollen wir gegen die Orks tun? If we can find where they are coming from, we just might uncover a way to stop them. But where? We really should. Okay, so, dann können wir mal gucken. Also unten drunter ist dann wohl das Labor offen. Dann machen wir nochmal das mit den Verteidigungsanlagen bauen zuerst, bevor wir da reingehen. Ich weiß ja nicht, wie das aussehen soll. Der einzige Zugang ist ja nur hier diese Linie. So, aber wir gucken mal. Sieh an, sieh an. Lauter Vorratskisten. Auch ein Pinienzapfen, ein Muskelspross. Brauche ich das überhaupt? Er hat gesagt, er hat Baumaterialien. Was hat er denn hier? Ah, Pilzziegel, Federn und so. Stachelige Kette, das ist aber auch neu. So, aus dem versteckten Labor haben wir jetzt neue Sachen gekriegt. Pilzziegel. Erforschen wir das mal. Pilzwand, Pilzbogen, die soll sehr stark sein. Hat mich auch hier aufgelevelt jetzt. Wespenbrustplatte. Bereits bekannt. Ja, gab's nichts Neues leider. Ich könnte auch hier nochmal hingehen. Stachelige Klette könnten wir mal. Klettenboden, also auch nur ein Material schon wieder. Aber machen die noch zusätzlich Damage? Sind die gut für Verteidigung dann? Und hier habe ich wieder was freigeschaltet. Level 1er Sachen, ein paar Dinge. Aber kann ich nicht hier analysieren, ja? Feuerameisenhelm. Das sind aber neue Sachen. Weiß gar nicht, für welches Level die sind, aber okay. Okay, okay. Oh, ne. Rohstoffsucher? Nö, brauchen wir nicht. Wissenschaftsdaten. Ne, Wissenschaftsladen. Können wir mal auch reingucken, ob man irgendwas will oder so, aber das waren noch Deko-Sachen, weil ich glaube, die meisten anderen Dinge, die haben wir alle schon erledigt. Ein Eichelgeschütz. Fundamente. Ja, das ist für Multiplayer, glaube ich. Heißsporn. Sturzschäden. Also war nichts mehr so krasses. Und ich habe nochmal hier so ein Molar gekriegt, ne? Gibt es hier noch ein paar Dinge, die wir mal machen können? Ich habe einen Milchmolar und 4 von den Mega-Dingern. Maximale Rohstoffstapelgröße. Ja, interessiert mich leider gerade erstmal nicht so. Ich nehme nochmal auf. Heilung könnte man nochmal erhöhen. Oder maximale Gesundheit würde ich eigentlich sehr gerne machen, aber dafür muss ich noch einen zweiten holen. Okay, aber das sollte jetzt erstmal sitzen, wenn ihr mich fragt. Ich würde das auch jetzt wieder bei Tag machen, sprich, wir machen uns schnell hier ein kleines Häuschen hin. Und schlafen bis zum Morgen. Fressen uns voll. Und dann legen wir los. Ich kann jetzt hoffentlich die Teile bauen. Die Verteidigungsanlagen und alles. So, Leute. 20 Minuten durch. Eigentlich muss ich euch das zeigen nochmal ganz schnell. Aber nur von hier oben drauf. Dann kann ich schnell wieder hochfahren, dem Ding. Ich habe jetzt hier unten Pilz überall hingebaut. Pilzwand und oben drauf so ein Klettendach. Ich hoffe, das bringt ein bisschen was. Chad hat gesagt, ob das genug ist oder nicht, soll ich selbst rausfinden. Ich weiß nicht, ob es überdramatisiert wird oder nicht. Aber ich würde sagen, wir legen einfach mal los, ja? Wir sind ansonsten mit allem erstmal ready. Und ich habe gespeichert. Wenn es schief geht, probieren wir es halt nochmal. Einfach nur Knopf drücken, ne? Geht's aber ab.
Letzte Gefecht der Helden beginnt. Ah ja, ich bin auch schon, glaube ich, recht jetzt am Ende mit der Story, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jetzt steht auch hier zu verteidigen. Das war vorher nicht ganz unbedingt klar, aber so oben wird gebraut und so lange muss ich die jetzt verteidigen. Kommt her. Bin ich denn auf? Ich bin auf Ameisenkampf, ja. So, wo seid ihr denn? Sieht ja erstmal mal gut aus. Da hinten. Hey, was wollt ihr denn hier? Weg mit dir. Da ist auch noch einer. So, ich kann doch jetzt hier bestimmt auch immer schön die Wände reparieren und so, ne? Zerkauen die Drähte, ja. Boah. Eigentlich kann ich doch jetzt hier mal. Warte. Ist hier noch irgendwo was? Ja, da ist noch einer. Kann ich jetzt hier nicht eigentlich? Immer schön die Pilzwände auch reparieren. Müsst doch gut hinkriegen hier noch. Ah, die spawnen einfach direkt hier daneben. So, ah, die andere Seite. Jetzt hier ist ja alles. Oh, Glühwürmchen, ja. Boah, ich muss ja mal die Dings auswählen. Ach du Heilige. Boah, das könnt ihr ja komplett vergessen, ich bin ja gleich dead. Ja, toll, wie soll das denn hier gehen jetzt hier? Wie soll ich das denn alleine hier schaffen? Kann ich hier mal verbrauchen? Ja. How's this supposed to work, Leute? Wie soll ich den denn hier? Hallo? Ja, das ist doch Quatsch hier, aber. Das ist Quatsch. Wie soll das denn funktionieren? Also. Ja, ist viel zu stark, viel zu stark. Es sind noch viel zu viele Viecher und viel zu stark. Das könnt ihr komplett vergessen hier. Leute, viel zu stark. Viel zu stark. Wir müssen gucken. Wir müssen uns anderweitig vorbereiten, vielleicht mal eine saure Axt machen, weil das ist stark gegen die. Und eine Mutation machen, die stark ist, die doppelten Schaden gegen die Raid-Viecher halt macht, ne? Dafür muss ich mal so einen Mixer erledigen, aber das hier reicht nicht aus. Also, das reicht lange nicht aus. Ich muss mehr Schaden vor allem Dingen anrichten, damit das klappt. Und es gab auch noch irgendwie bessere Verteidigungsanlagen. Ich weiß nicht, ob Geschütztürme. Gibt es auch selbst feuernde Geschütztürme oder nur welche, die ich selbst bedienen kann? Da müssen wir gucken. So. Also, wir müssen es auf jeden Fall noch ein bisschen größer preparen, um hier irgendwie voranzukommen. Wäre trotzdem gut, wenn wir erstmal hier so die Wände gemacht haben, ne? Aber das wird ansonsten so erstmal nichts. So, der hier. Das ist der leichteste Mixer, sagt er. Probieren wir es einfach mal. Da kommen jetzt Ameisen raus. Dann nehme ich hier die, da sind sie doch schon. Alright, testen, ob das was wird hier. Wo kommen die denn her? Ich kann die gar nicht so schnell
sehen. Die spawnen einfach hier daneben. Ach, jetzt noch initialisieren hier, ne? Komm her. Ja. Die ist dead, aber ich brauche wieder bald was zu essen, ganz dringend. Kann ich? Nee, das ist rohes Fleisch. Da ist wieder eine Ameise, aber ich weiß nicht, was sie sucht. Seh nix. Hier ist eine Möwe. Ihr seid so klein, ich kann euch nicht erkennen teilweise. Kann ich denn nicht? Ja. Zwei große Ameisen. Ich habe sie davon noch gar keinen gemacht. Hälfte geschafft. Ich bin gerade busy hier. Hier kommt was an. Zehnnagel-Grummsäbel. Habe ich das hier unten in der Hotbar schon? Auch schon ein Mixer. Wieder ein Milde. Der hat schon halb Damage bekommen, glaube ich. Nein, neben dem Stechmücken-Rape hier im vierten Slot. Das ist so ein Säbel. Milbe, ja. War das erfolgreich?
Wachhund-Mutation. Okay, das war erfolgreich, I guess.